Warum wir heute alle hier sind, wisst ihr alle. Ja? Wir haben in den letzten Monaten ja relativ viel und häufig und viele Stündchen hier verbracht, auch viele Nachtstunden hier verbracht. Es wurde auch stellenweise wieder hell, als wir gingen, aber gut. Und Hans Willi als derjenige, der mit Max und mir das Projekt mit der Henschel ja angestoßen hatte, hatte sich gewünscht, wenn die Lok fertig ist, quasi mit allen zusammen das auch gebührend zu feiern, mit einem Rollout, wie er das gerne hätte. Und ja, im Andenken an ihn und auch, dass wir es grundsätzlich eigentlich so machen sollten, finde ich, haben wir uns dementsprechend hier zusammengefunden. Ich weiß nicht, Christian, Max, wer möchte? Max möchte. Ja, das heißt also, dass die Henschel jetzt endlich am 25.08. ihre HU nach EBO bestanden hat, sodass die Lok dementsprechend komplett fertig ist. Es sind viele Sachen noch dazugekommen. Die Elektrik ist komplett gemacht worden, die pneumatischen Sachen sind teilweise erneuert worden und so weiter. Und dementsprechend Triebwerksleuchten haben wir noch angebracht, die Spritleitungen sind gemacht worden, alles per Hand abgeschliffen, neu lackiert, die Innenausstattung komplett neu, die Ventile neu angebracht, Manometer, also unzählige Sachen. Der Prüfer meinte, es ist besser, als wenn sie vom Werk ist. Ja, er war sehr begeistert und man muss dazu sagen, er war sehr begeistert, wie sauber die Halle ist und wie ordentlich die Halle ist. Schön. Ja, da kennt er also auch andere Hallen, wo er Prüfungen macht, wo er sagt, um Gottes Willen. Ja, in dem Sinne sind wir eigentlich sehr stolz, dass wir jetzt heute endlich die Lok fahren lassen können. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich auch was hören. Ja. Erstmal geht's runter. Falsches geht runter. Tor. Danke, Lutz. Falsches. Ja. In dem Sinne auch anschließend wollen wir auch einen kleinen Umtrunk machen und eine Kleinigkeit essen. Wir werden aber dann auch reingehen, weil es ist definitiv draußen zu kalt. Ja, und zu windig. Und das wollen wir eigentlich nicht. So, man hört immer noch nichts. Ah, jetzt. Läuft aber schon. Muss noch ein bisschen länger reden. Bitte? Muss noch ein bisschen mehr reden, das dauert noch ein bisschen. Ich muss noch was mehr reden. Okay, danke Lutz für den Hinweis. Jockel auch. Geld ist doch nicht mehr. Ja, in Anbetracht dessen auch, was am Wochenende hier am Tag des offenen Denkmals und die Loken übrigens auch hier zwischen den Bahnübergängen fahren. Durch den kompletten Warnungsbereich befahren. Ich habe eben die Genehmigung von der SNCB abgeholt. Die liegt also vor. Wir dürfen ganz offiziell mit der Lok hier in Belgien 2 Tage fahren. 2 Tage und nur auf dem Bahnhofsstück. Also nur in Belgien? Nur das belgische Stück. Nein, wir dürfen auch nach Deutschland, in Deutschland selber fahren mit der Lok, aber jetzt in den 2 Tagen nur hier zwischen den Bahnen. Sodass wir also am Wochenende hoffen, auch ein bisschen trockenes Wetter zu haben. Es ist ja nicht so schön gemeldet. Aber ja, ich hoffe, es wird was Vernünftiges und wir kommen mit dem Fest ein bisschen rund, weil es, wie ihr auch alle wisst, ja auch dazu dient, den Verein ein bisschen zu finanzieren. Und in der letzten Zeit waren die Kosten schon nicht ganz ohne, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Der Lutz hatte schon manche Sorgenfalte, aber er kann auch wieder lächeln, das ist auch gut. Ja. Nur sind wir halt darauf angewiesen, dass es am Wochenende auch funktioniert. So. Jetzt höre ich immer noch nichts, das heißt, ich muss immer noch was erzählen. Alex lacht sich ein. Ja. Gut. Es tut sich was. Ich hoffe, dass es jetzt gleich. Christian, wie sieht's aus? Dann komm! Dann gehe ich mal auf Seite, weil Hauptdarsteller soll jetzt jemand anders sein.